So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe hier was, das möchte ich euch mal zeigen, das möchte ich euch mal vorstellen. Eine Flasche Rettergut des Sprudels Kern, Gurke und Minze. Da liegt eine Gurke und guckt mal, wie die Gurke sich freut, wie fröhlich die ist. Rettergut des Sprudels Kern, Gurke, Minze, die chillt richtig, lehnt sich an, Augen zu, Genießerblick, Hände hoch, yeah! Das möchte ich mal kurz für euch testen. Das Muttertier ist auch da, der werde ich jetzt hier einen kleinen Shot einschenken, dass ihr das mal probieren kann, den Rest so trinken. Respekt, der schmeckt, muss ich euch auch vorlesen. Wir quellen über vor Neugier, suchen die Essenz der Verschwendung. Immer nah an des Sprudels Kern. Da steht Verschwendung, ja? Verschwendung. Detektive im Namen der Nachhaltigkeit, Heureka, was für eine Gurke, gefunden, gerettet, gepresst. Und siehe da, das Ergebnis ist nicht nur flüssig, sondern auch extrem erfrischend und es bitzelt angenehm auf der Zunge. Suchen mit Spürsinn, trinken mit Respekt, so läuft das mit uns. Weil die aus alten, vergammelten Gurken, nämlich die verschwendet werden, ein Gurkenwasser herstellen. Rettergut, Gurke und Minze. Flasche auch 100% recycelt. Ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Ansonsten, du förderst Wertschätzung. Ihr könnt auf www.rettergut.de/gutes-tun. Stop Food Waste und dann wisst ihr schon, was los ist. Trübungen sind natürlich bedingt für maximalen Genuss vor dem Öffnen leicht schütteln. Ich dachte, das ist mit Kohlensäure, aber nee, eigentlich ist das ja Wasser. Es dürfte also keine Kohlensäure haben. Ne, wir haben es mal leicht geschüttelt, die Flasche ist gleich am Platzen. Das ist das super geniale Gurkenwasser. Guckt euch das an. Das müssen wir jetzt mal aufmachen. Okay, hat ein bisschen gezischt, ne? Jetzt riechen wir mal. Riecht nach Gurke und riecht nach Minze. Jetzt schenkt man das mal hier ein in das Gläschen. So, das ist der Mama ihr Probierglas mit Gurke, Minze. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das perlt nämlich wie verrückt. Jetzt schenkt man uns das auch mal ein, das Gurke, Minze zum Probieren. Ein Gläschen. Ja, schmeckt erfrischend auf jeden Fall. Schmeckt nach Gurke, schmeckt auch nach Minze. Was willst du da mehr sagen? Es ist genau das, was es verspricht. Und das Gefühl, was Gutes zu tun, ist doch das, worauf es ankommt. Ich glaube, die ganze Flasche davon könnte ich jetzt aber nicht immer trinken mit einmal. Das ist irgendwie zu viel, keine Ahnung. Das ist ein bisschen mir too much, too strange. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Gibt es vielleicht sogar noch andere Sorten davon, von Rettergut. Vielleicht retten die auch noch andere Sachen. Wer weiß, was die noch alles vor der Verschwendung schützen. Alte Eisbergsalatköpfe, irgendwelche Tomaten, die sie dann auspressen und Tomatenwasser herstellen oder so. Nein, ich glaube, das wird hauptsächlich mit Gurken gemacht. Und den Rest versuche ich jetzt einfach zu trinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Heureka, sage ich da nur. Das war das Sprudels Kern von Rettergut. Gurke und Minze. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.